dass sie eben genau diese Migrationsimporte dadurch begangen haben, dass sie den Bürgern vermittelt haben, und zwar sie alle, CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP, Linke, dass es einen humanitären Anspruch gäbe, einen humanitären Anspruch, der von Anfang an nie da war. Sie haben den Bürgern vorgegaukelt, wir müssten diese Leute aufnehmen, und das kann eben genau nicht sein, weil Asyl eben die individuelle Aufnahmeentscheidung eines Staates überschreibt und sie das den Bürgern aufgezwängt haben. Sie haben damit die Gemeinheit, die Gemeinschaft, uns alle Steuerzahler, um hunderte Milliarden Euro Steuergelder, die Kommunen um ihre finanzielle Zukunft, die Frauen um ihre Sicherheit, die Kinder um ihre Bildung, die Messermordopfer um ihr Leben beraubt, meine Damen und Herren. Und das ist Ihre tiefe historische Schuld, werte Kolleginnen und Kollegen von CDU, CSU und insbesondere SPD.